So, einen wunderschönen guten Tag, Leute. Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Erstmal die schlechte. Dieser Mann und jetzt die gute. Dieser Mann. Er geht jetzt wieder arbeiten. Also übrigens, G steht für? Geisteskrank. Also ich bin ja 27 Jahre alt geworden am Montag. Heute ist Samstag. Und ja, wir fahren jetzt nach Görlitz, um da zu feiern im Nostromo. Da legt der Superfahrer auf und ich dachte mir, ja, das nutzt du gleich als Partymöglichkeit. Gut, hier drin ist noch ein zweites Outfit, denn heute ist das Motto Bad Taste. Aber wir fahren erstmal nach Polen und dort wird gegessen. Der Fahrer ist jetzt schon wütend. Ja, guten Abend. Ich habe damit nichts zu tun. So sieht man sich wieder, du magerer Bastard. Es ist ja nicht erlaubt, für mich zu schütten. Was hältst du eigentlich vom Konsum von Kräutern? Verliererkraut, sag ich dazu nur. Warte, da ist kein Alkohol. Haben wir einen Schwan? Ja! Ganz vergessen! Die Härte zwingen! Das drauf, ja. Die hat mir halt mal einen Kuss auf die Wange gegeben. Ach so, das ist ja aber interessant. Und hat, erzähl mir mehr. Und hat gesagt, dass sie mich liebt. Das ging halt sehr schnell irgendwie. sie hat den Ted Mosby gemacht. Alter, Junge. Heiliger. Ich wusste gar nicht, dass Gamels Mutter so schlimm ist. Alter. Ja. Haben wir heute eigentlich schon mal eingeschissen? Ganz vergessen. Das haben wir wirklich, weil ich die Szene neu drehen musste, weil dieser Bastard hier das Ding gesagt hat. Man schmeckt es ja eigentlich nie, oder? Über das Fleisch. Das werde ich jetzt aber auch tun. Das ist einfach so schmackhaft hier. Ja, Pilze. Immer nur Pilze. Wieder Pilze. Ich kann nicht mehr. Haben wir noch Peps? Alter, was zum Geier. Ja. Kannibalismus. So, jetzt. Jetzt wird eingekauft. Hier gibt es heute Oschis, das gibt's hier. Oschi. Alter, das gibt's hier. Na, horch. So Merspi, da schmeckt der Haaren besser. Was gibt's bei dir? Ich bin Fahrer. Alter, ich auch. Warum ich übrigens keinen Alkohol gerade bei mir habe, weil ich den erstens schon in mir habe und der nachher reichlich noch in mich fließt. Jetzt. Ausgezeichnet. Prost. Ich freue mich schon auf die ganzen anderen Hunde. Den? Auf dem Glatzen Mensa, dem Glatzen Hoffi und dem Glatzen Sing. Kindergeld. Was? Ja, der Glatzen ist halt von vorher noch in die Türkei fliegen. Du hast doch noch immer, ne? Ich werde nie wieder eine Haartransplantation befehlen. Hey, du hast doch noch was für, für Abu Dhabi bekommen. Bitte, wenn du so nah bist hier, dann kannst du mich auf jeden Fall. Ach so, dass man den ganzen Mensch sieht. Ja, ja, ja. Junge! So, wir sind da. Wunderschön. Bist du aufgeregt, aufzulegen? Ja. Wir sind jetzt angekommen auf diesem sehr mystisch anmutenden Gelände. Das ist der Club. Und in einer halben Stunde geht dieser geistige Unrat hier los. Ist eine Nummer von dem Club? Ja. Wo sind die Stewardess? Puh, das schnieft. Es ist sehr kalt heute, wie man sieht. Toll. Moin, Mutter. Ich muss Was ist denn das? Junge, Schnips! Obstler. Endlich wird jemand gesund. Das mit Früchtchen. Ja, nicht schwer. Wo gibt's hier? Oh, Junge. Der einzige Bad Taste in der Party bin ich. Oh, Junge. So, für den guten Mann geht's in 10 Minuten los. Legst du halt auf diesem Flur auf von? Jetzt bis Ende. Das ist natürlich sehr, sehr wild hier. Ganz eigener Bunker. Ein sehr, sehr stabiles Soundsystem, muss ich auch sagen. Mal erzählt er gleich mehr. Ach, das sieht wirklich, wirklich, wirklich sehr nice aus. Ich habe noch nie vom Nostromo gehört, aber muss echt sagen, sehr heftig eingerichtet, riesengroß. Das ist wirklich geil, oder? Also ich habe noch nie so einen Club gesehen. Geil. Ja, Mann. Warum haben wir von hier gehört? Ich weiß nicht, die gibt es seit 99, hat der gute Mann mir gerade erklärt. Volle Hütte. Hier ist anders noch. Wie bitte, was? Es war noch nicht schon vorher offen. Deutsche Mast.
Warum wird nie nur gesessen und nie gesoffen? Es geht darum, dass wir viel Geld bei Cyberport lassen wollen. Meine Arbeitgeber, du Schwanz. Achso, du arbeitest da? Ja. Haben wir heute schon mal alles vollgeschissen eigentlich. G steht für Gaming! So, ich kann gerade nie an der Bar stehen. Normalerweise würde ich halt Shots trinken, aber wir genießen es halt gerade anderweitig. Enrico, was sagst du dazu? Ich habe gerade auf den Boden gerotzt und es fühlt sich gut an. Das. Ich bin die Falte. Ich seh mir zum Schände, der sich fühlt. Jetzt kommt der Nächste. Ich brauche immer für die Vertrieb. Alter, jetzt geht's ja endlich mal ab hier. Ja, ich! Danke für das Thumbnail übrigens, dafür gibt's den Tomatenmarkt. Geil. Gamay kommt übrigens nicht, der hat abgesagt. Warum nicht? Weil es keinen GL-Platz gab? Classic, man. Barkeeper muss sterben, aber Schnitt. Warum Schnitt? Du wirst sehen, wenn du schneidest. Ich hasse euch alles. Nee, das ist hier. 3,50 bitte. Barkeeper, Rezept! Zeig Nabel! Oh, Alter! Alter! Junge, da sammeln sich bestimmt die Milch des Sergeants. Das würde ich doch hoffen. Hurra, hurra, hurra! Also hier geht's jetzt sogar schon auf dem Mainstream-Floor ab, Alter. Gegenseitiger Respekt und Wertschätzung wird ausgedrückt. Alter! Ja, ich lächeln, Alter. Wie hast du meine Mutter genannt? Ja, hier! Ja, hier! Hier, also, wir müssen auf die Zigarette warten. Ich habe eine ganz kleine Nudel. Zeig die Milch, Alter! Schatz! Rico! Enrico, ich brauche nur mal einen Zwischenstand, bitte. Ja, Mann, das ist sehr, sehr, sehr krank alles. Ja, Mann, hat AIDS. Ja, überall, ja. Schmeckt's dir eigentlich? Alter, was ist das für eine komische Farbe, Junge? Alter, das ist die Lust. Wir retten! Nein, eine riechige Statement: Der Schänder ist auf dem Heimweg. 2 Stunden 35. Also, ich schätze mal, anderthalb Stunden, da war schon vorbei. Also ich muss auch wirklich jetzt mal sagen: Das ist eine Baba-Party, Bruder. Ja. Tamam, tamam. Alter. Fick deine Oma! Was ist hier eigentlich hier, Alter? Ich bin der Bad Taste auf der Party. Ja.
Gepäckfahrer! Oh, steck! Alter, geile Haare, Bruder! Ist ja kalt! Zeiten, Brudi, aber in der Not. Fick der Teufel. Ziegen. Manchmal tut so eine kleine Ziege. Alter. Der Schender hat übrigens seinen Schlüssel verloren. Die sind, glaube ich, nie reingekommen in ihr Hotel. Der ist jetzt vor 4 Stunden abgehauen gefühlt. Das sind jetzt halt 4. Warum feierst du denn den Sitz hier rum? Naja, ne? Auf den Schlüssel haben wir halt schon. Haben wir halt schon mal einen Schlüssel verloren? Ich hoffe nicht. Danke. So, jetzt. Also, ich habe ja nicht nur eine Leber, also kann man die auch mal gefährden. Das ist ja nicht so schlimm. Ai! Sieben Habelula! Rudi! Rudi Bums! Ja, zum Glück lebt man die nur einmal. Oh, ja, schmeckt sie. Oh, ja, Einer geht noch! Du bist zertifizierter Krankenschwester. Und. Altenpflegerin! Das ist dasselbe. Nee. Natürlich, das sind alle. Ja. Alter, nee! Ja, ja, das ist gut, das ist genau richtig. Ja, hast du es im Griff? Ich hab's gar nicht im Griff. Die hat's nie im Griff. Hör mal her, ja. Ich irgendwie mir Gedanken machen. Feierabend, Alter. Schönen Feierabend, Brudi. Danke, gleichfalls. Alter. Danke, dass ich in dein Club durfte. Das war wunderschön hier, wirklich. Aber ich merke schon, die Streams sind irgendwie angenehm, habe ich so das Gefühl. Aber es war geil, das war wirklich geil. Shoutout an den Club, mega. Das echte Leben ist hart. Ja, ich bin morgen nicht mehr hart. Du brauchst übrigens einen Laptop-Ständer, dann passiert das nie wieder. Ja. Schick mir bitte den Laptop-Ständer, 15 Zoll. Ist eine Woche Urlaub. Ich nehme einen Salat. Jeden Tag saufen? Jeden Tag, Alter. Mahlzeit um 4.40 Uhr, noch 5 Minuten. Warte, ich frag die Rolex. Marc Geberer, ich brauche noch eine neue. Geh, Marc Bauer. Was ist mit der Hochglanzwäsche exklusiv bei Aral? Anal. Ist das für seinen Pullermann? Ja. Für die F***. Hallo. Junge Jürgen, bitte. Ja. Nachwuchs, Kindergeld. Glatzen, Zinken. Hoch den Humpen, rein in Zinken, morgen muss ich Wasser trinken. Ura. Und Söhne. Blenderig. Ja,
Du Sau, Alter. Jürgen! Oh. Jürgen, über letzte Woche, Jürgen! Der Schinder, der ist schon im Bett. Nee, nee, der ist noch vorm Hotel. Der ist noch. Jürgen! Oh. Jürgen! Oh. Gunnar, ja, danke für den schönen Abend. Und, ja.